Liebe Gäste und vor allen Dingen liebe Kinder auch, möchte Sie ganz herzlich hier begrüßen zu einer mittlerweile wirklich auch schönen und lieb gewordenen Tradition. Seifen weg den Weihnachtsmann. Das Wetter gibt es ein bisschen mehr her, als es üblicherweise so der Fall war in den vergangenen Jahren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Initiatoren auch des heutigen Abends, vor allen Dingen bei der Frau Ulbricht, beim Herrn Einhorn und auch bei unserer Kantorin, die das Ganze musikalisch begleiten wird. Ich darf Sie noch bitten, die Handys auszuschalten, wirklich auszuschalten, nicht nur stumm zu schalten. Wir haben hier ein bisschen sensible Technik, das kann auch durch ein stumm geschaltetes Handy schon gestört werden. Und ansonsten wünsche ich uns allen einen schönen Abend. Zwei letzte Sätze noch. Das ist natürlich auch mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden, insbesondere fürs lebendige Spielzeug. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht am Ausgang eine kleine Spende hinterlassen würden. Und ein letztes Dankeschön natürlich an unsere Hauptdarsteller hier, die ganzen Kinder und vor allen Dingen auch an die Eltern und Großeltern, die sie im Vorfeld zu den ganzen Proben auch chauffiert haben. Ganz herzliches Dankeschön und es ist vielleicht noch einen kleinen Applaus wert. Danke. Ja, auch von mir noch ein herzliches Willkommen zu Seifen weg den Weihnachtsmann 2024. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ja nun auch schon 19 Jahre geprobt, um den Weihnachtsmann munter zu bekommen. Und ich gehe davon aus, dass ihr, liebe Kinder, das auch heute schafft, 100 Tage vor dem Heiligen Abend. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Danke, dass wir wieder Gäste sein dürfen hier in diesem Haus und ein Stück aus der Feder von Jürgen Einhorn spielen dürfen. Danke, dass uns der Raum zur Verfügung gestellt wird. Der Herr Bürgermeister hat mir natürlich schon ein paar Dankesworte aus dem Mund genommen. Ich sage trotzdem noch mal was dazu. Ein ganz herzliches Dankeschön den ganz vielen fleißigen Händen, die dafür sorgen und gesorgt haben, dass der Saal bestuhlt ist, eine Bastelstraße da war, dass Essen und Trinken zur Verfügung steht, wir, wie ihr dann sehen werdet, ein ganz tolles Bühnenbild haben. Danke, dass wir eine Kostümbildnerin und eine Musikerin zur Seite haben. Danke den Spielerinnen und Spielern der Kindertrachtengruppe Lebendiges Spielzeug, den Eltern und Großeltern, die uns unterstützt haben, die Kinder gebracht, geholt haben, die Geduld hatten, wenn wir etwas länger geprobt haben. Und zuletzt natürlich auch unserem Techniker, der hat da oben nämlich ganz schön die Hände voll zu tun und alle haben sich ganz viel Freizeit geopfert. Und die wurde leider auch, die wird nicht bezahlt, das ist eigentlich logisch, aber das ist freiwillig und die Leute haben so viel Freude dabei und Spaß daran, heute etwas auf die Bühne zu bringen. Es ist nicht alles selbstverständlich. Das haben wir leider gestern erleben müssen, wenn 17 Uhr eine Nachricht kommt, dass die für das Basteln zuständige Frau erkrankt ist. Von dieser Seite wünschen wir natürlich gute Besserung. Aber zwei Frauen haben sich spontan dazu bereit erklärt, das Basteln zu leiden, ohne zu wissen, was auf sie zukommt. Das habe ich auch erst heute Morgen gesehen. Vielen Dank dafür. Und ich hätte die beiden Frauen jetzt ganz gerne mal hier vorne auf der Bühne. Jacqueline und auch die Monika, komm jetzt mal vor. Das ist ein Applaus wert, auch weil die beiden Frauen ihre Freizeit geopfert haben und gesagt haben, ja, wir machen das, wir springen ein. Ich denke, ein Applaus wäre hier angebracht. Vielen lieben Dank. Sonst wäre nichts mit Basteln geworden. Ich weiß zwar, wie eine Häkelnadel aussieht, aber wie man das Teil bedient, das ist nicht das meine. Wir haben mit der Hilfe der Spenden der vergangenen Jahre uns neue Technik anschaffen können. Es ist natürlich noch nicht ganz alles bezahlt, aber wir haben gute Fortschritte gemacht. Wir hoffen natürlich, dass auch alles gut funktioniert. Und nun, liebe Kinder, seid ihr natürlich bestimmt ganz dolle gespannt, was jetzt hier
auf der Bühne abgeht. Stimmt's? Wir haben hier vorne noch ein paar Plätze frei für die etwas kleineren. Die dürfen sich gerne noch mit hier vorne hinsetzen. Wer möchte? Na dann, los vor mit euch. Schnell, holt euch einen Platz. Denn wir wollen euch nicht mehr zu lange auf die Folter spannen. Jetzt kommen nämlich noch die Bitten. Das muss leider auch sein. Wir haben keinen Eintritt verlangt, aber wir würden uns sehr freuen, wenn Sie am Ausgang etwas in die Spendendosen füllen würden. Nicht ganz achtlos dran vorbeigehen und Ihre Achtung unserer Arbeit gegenüber darf durchaus lautlos in die Box fallen. Vielen herzlichen Dank. Und nochmal wirklich, ich wiederhole auch das noch einmal. Es ist ganz wichtig, bitte, bitte schalten Sie die Handys aus. Die könnte wirklich die Technik beeinflussen. Und jetzt wünsche ich allen Zuschauern, groß und klein, unseren Spielerinnen und Spielern ganz viel Spaß bei dem Stück »Das ist nicht lustig«. Alle Jahre wieder herrscht in der Engelwerkstatt um diese Zeit reger Betrieb. Da müssen kaputtgegangene Spielsachen repariert, die Wünsche der Kinder hergestellt, eingepackt und für die Auslieferung für den Weihnachtsmann bereitgestellt werden. Natürlich müssen zuerst die Wunschzettel durchgelesen werden, um zu wissen, welches Kind was bekommt. Schauen wir doch am besten einmal zu. Moin. Noch gar keiner da. Naja, da gehe ich erst mal in mein Büro und werde mal sehen, was es da zu tun gibt. Aber erst mal, da mache ich mir's gemütlich. Wo haben wir denn hier unsere Wunschzettel? Immer diese viele Schreibarbeit. Das mag ich gar nicht. Wollen wir mal lesen. Erster Wunsch. Sowas. Biene wünscht sich ein Puppenhaus mit elektrischem Licht und Wasseranschluss. Taten. Hilft gern ihrer Mutter. Ist ordentlich. Ihr Zimmer ist immer aufgeräumt. Sehr schön. Versäumnisse, träumt zu oft und vergisst dabei wichtige Termine. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das Puppenhaus ist genehmigt. Allerdings der Wasseranschluss ist gestrichen. Ist viel zu gefährlich. Haben wir schon den ersten Wunschzettel. Machen wir mal weiter. Lukas wünscht sich ein funkferngesteuertes Flugzeug, mit dem man auch Loopings fliegen kann. Was ist denn das? Taten. Bastelt gern und hilft hin und wieder seinem Vater. Versäumnisse. Kommt früh nicht aus dem Bett. Hat immer das letzte Wort. Sieht Fehler nicht gern ein? Lange Diskussion? Oh, da muss ich wohl den Rotstift ansetzen. Bei dem Verhalten gibt es nur ein Segelflugzeug. Ohne alles. Die Extras sind gestrichen. Vielleicht nächstes Jahr. Mal sehen, wie dann die Bewertung aussieht. So, sehen wir mal weiter. So, die letzte Akte für heute. Karl und Karlinchen wünschen sich ein Flachbildfernseher mit 3D sowie ein Smartphone der neuesten Generation. Ein komisches Zeug. Taten nichts. Das ist aber nicht gerade viel für solche großen Wünsche. Versäumnisse. Was muss ich da lesen? Prügeln sich ständig,
Kratzen, Beißen, Spucken sind vorlaut. Die Eltern stehen kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ach ja, naja, stempeln wir mal ab. Ach nein, das hätte ich ja gar nicht machen brauchen. Das ist nur ein Zettel für einen Papierkorb. Aber ich muss ganz bestimmt jetzt noch einen Zettel schreiben. Ui, so viel Arbeit. Ja, denn der coolen Engel braucht ja noch einen Hinweis, damit er auch weiß, was er machen muss. Der wird sich freuen. Werden wir sehen. So. Und die Wunschzettel brauchen wir auch noch. Die müssen wir noch in der Engelwerkstatt abgeben. So, Schluss für heute. Ich habe genug gemacht. Jetzt gehe ich zu den Engel. Ach ja. Lass uns Fanger spielen. Oh ja, prima Idee. Wer fängt denn an? Na, der Toli. Ihr wisst aber schon, dass uns das der Weihnachtsmann verboten hat. Ach, sei doch kein Spielverderber. Der Nächste, der eine schwarze Hand auf seinem Kleid hat, fängt an. Also, los! Was ist denn hier los? Hab ich euch schon nicht schon 100 Mal gesagt, dass für solche Späße keine Zeit ist? Also nein, wo gibt's denn sowas? Und wie ihr wieder ausseht, nicht wie Engel, wie Dreckspatzen. Wir haben doch genug zu tun. So, ich habe euch hier ein paar Wunschzettel mitgebracht. Ach. Die müssen abgearbeitet werden. So, und für den Kohli habe ich auch gleich einen Zettel. Für Karl und Karlinchen. Ach nö, immer muss ich die Drecksarbeit machen. Die anderen basteln. Ich möchte auch mal was anderes machen. Du hast eine ganz wichtige Aufgabe. Wie sollen denn sonst die Kinder lernen, dass sie ordentlich sind und den Eltern zu Hause mithelfen müssen? Denkst du, die würden sich freuen, die Kinder, wenn sie jedes Jahr noch Kohlen bekommen? Und die anderen bekommen Geschenke? Das ist doch nicht schön. Also flott an die Arbeit! Fort. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Für wen ist denn das? Na, für mich natürlich. Was wird denn nur da drin sein? Na, Kohlen. Die nächste Lieferung steht noch aus. Falsch. Das Paket ist für mich. Jedenfalls steht Weihnachtsmann drauf.
Pack doch gleich mal auf. Hier ist die Schere. Ach, diese Arbeit wieder. Ach. Ach. Wieder extra gut zugeklebt. Na sowas. So. Ach. Hier ist eine Flasche. Was wird nur darin sein? Ein wertvoller Wein vielleicht? Kommt, machen wir sie einfach auf. Ja. Na, hat da alles geklappt? Bin ich hier richtig beim sogenannten Weihnachtsmann? Ja, natürlich, das sieht man doch. Na, dein Kostüm ist ja wirklich komisch. Aber ob das reicht, um meinen Sultan zum Lachen zu bringen? Sag mal, Weihnachtsmann, kannst du ein paar Kunststücke? Oh, ich sehe schon immer so aus. Es passiert schon mal, dass ein Kind kein Vers aufsagen kann und dann ein Kunststück macht. Aber ich doch nie. Du musst mitkommen, um meinen Sultan zum Lachen zu bringen. Ich hab gar keine Zeit. Ich muss hierbleiben. Sonst bekommen die Kinder doch keine Geschenke. Keine Widerrede. Du kommst jetzt mit. Wo hab ich ihn nur? Hier. Simsalabim! In die Flasche bekomme ich dich auf jeden Fall nicht. Ja. In die Flasche bekomme ich dich nicht. Mach ich. Du musst auf der Flasche mitreisen. Dann mache ich einfach die Flasche größer. Sim, salabim. Und so machen sich die zwei auf eine sehr lange Reise in ein Land, in dem es sehr warm ist und viele exotische Früchte wachsen. Auch gibt es prunkvolle Paläste. Schauen wir doch einfach mal in den Palast vom Sultan hinein. Ausschluss, Ende. Diener, schaff sie weg. Das ist ja eher zum Losheulen als zum Loslachen. Hoffentlich ist mein Zauberer bald wieder da. Mal sehen, was er mir diesmal für Leute anschleppt. Die letzten waren ja so schlecht. Ich dachte schon, mein Zauberer hätte einen Vogel. Also bitte,
Keine Beleidigung. Vögel sind intelligent und wir können fliegen und reden. Ihr Menschen könnt erstmal rausfliegen, wenn ihr erstmal wieder übertreibt. Mann ist doch heute mies drauf. Und wir armen Vögel dürfen es mal wieder ausbaden. Apropos Baden. Dina, lass uns unser Bad ein. Unser Gefieder braucht Pflege. Na, was ist denn nun? Wird das heute noch was? Ich bin Angestellter des Sultans, nicht euer Butler. Na mach schon, sonst liegen sie mir den ganzen Tag in den Ohren. Und das ertrage ich nicht. Jetzt reicht es aber. Ihr sollt mich zum Lachen bringen und mich nicht ärgern. Dina, wedel sie trocken. Mein verehrter Sultan, ich habe Ihnen heute lustige Menschen mitgebracht, die Sie sicher zum Lachen bringen werden. Ich stelle sie Ihnen vor. Hör auf mit dem Quatsch. Darüber lachen ja nicht mal meine beiden Vögel. Aber du weißt schon, wenn du mich zum Lachen bringst, bekommst du eine meiner Töchter zur Frau, wenn sie alt genug ist. Dina, hol meine Töchter. Hey Sultan, das ist ein Feind. Lass doch die schlechte Laune sein. Hey Sultan, schau dich doch im Spiegel an. Da siehst du einen alten Mann. Hey Sultan, der traurig im Palast rumsitzt, nicht tanzt, nicht singt, kein Spaß, kein Witz. Rosine, stell dir mal vor, demnächst gibt es einen Sultan, der Kasper heißt. Ach, das wäre ja schön. Da können wir den ganzen Tag rumkaspern und niemand stört sich dran. Da hätten wir den ganzen Tag nur noch viel zu lachen.
Es gibt aber nichts zum Lachen. Das, was der Kasper geboten hat, war ja gar nichts. Die reinste Zeitverschwendung. Diener, schaff ihn weg. Der ist schon weg. Ach ja, stimmt. Wo ist denn schon wieder dieser Zauberer? Diener, hol ihn. Da drüben. Da drüben, dort. Da. Anderes dort. Ah. Ja, da. Wusste ich doch. Als nächstes hätte ich Frau Tralala mit ihren spaßigen Liedern, die sie sicher zum Lachen bringen wird. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Trillilieren. Welchen Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Trillilieren. Frühling wird nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. Frühling wird nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. Meine Verehrung, großer Sultan, ich singe Ihnen heute meine besten Lieder. Sie werden sich garantiert totlachen, also aufgepasst. Frau Schwalbe ist ne Schwätzerin, sie schwätzt den ganzen Tag. Frau Schwalbe ist ne Schwätzerin, sie schwätzt den ganzen Tag. Sie plaudert mit der Nachbarin, so viel sie plaudern mag. Bla 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 bla. Haltet jetzt den Schnabel! Halte dein Schnabel! Dumme Vögel! Dumme Vögel! Kommt da jetzt noch etwas oder sind wir hier fertig? Und nun versuchen wir mit allen Kindern gemeinsam im Saal ein Lied zu singen. Wir singen Heute kommt der Weihnachtsmann. Heute kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Bunte Lichter, Silberzier, Schaf, Kind und Krippe, Schaf und Stier, Turtelbär und Pandatier. Spaßverderber. Haltet den Schnabel, sonst bekommt ihr auch ein lasse ich euch auch den Schnabel verkleben. Ein Glück hat mich diese Tralala nicht zum Lachen gebracht, sonst hätte ich sie heiraten müssen und hätte gar nichts mehr zum Lachen. Dürfte ich sie daran erinnern, dass sie auch so nichts zum Lachen haben? Ach ja, stimmt. Wo ist denn jetzt schon wieder dieser Zauberer? Diener, hol ihn. Da drüben. Dort. Ja. Dort. Richtig. Als nächstes hätte ich Fritz von Witz. Er ist Meister in Witze erzählen. Das Problem? Er kommt aus einem fernen Land. Ach, das ist kein Problem. Wozu habe ich denn diese zwei vorlauten Papageien? Die sollen das übersetzen. Also lass ihn auftreten. Doctor, doctor, I lost my memory. When did it happen? When did what happen? Doctor,
doctor, I lost my memory. When did it happen? When did what happen? Ruhe! Ihr sollt das nicht nachplappern. Ihr sollt es übersetzen. Also, nochmal von vorn. Doctor, doctor, I lost my memory. When did it happen? When did what happen? Doctor, doctor, ich glaube, mein Vogel hat 10 Eier gelegt. Und wo war da jetzt der Witz? Das kannst du vergessen. Dafür bekommst du keine meiner Töchter. Nur einen Rausschmiss. Diener, entfern mir diesen Witz. No, 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 no. Wenn das so weitergeht, sehe ich schwarz, dass der Sultan noch einmal lacht. Da hast du recht. Der ist ja kurz vom Explodieren. Das ist nicht lustig. Stimmt. Mal sehen, was mir der Zauberer diesmal wieder mitgebracht hat. Diener, hol den Kerl. Zu guter Letzt habe ich einen Mann. Er nennt sich Weihnachtsmann. Oh, ich habe gar keine Zeit. Ich muss so schnell wie möglich in mein Büro. Sonst wissen die Engel ja gar nicht, was sie heute machen sollen. Oh, ich muss los. Nicht so schnell. Du bist vom Paketdienst, wenn ich dich richtig verstehe. Ihr habt aber eine komische Arbeitskleidung. Hast du denn keine Vertretung? Vertretung? Ich sehe schon immer so aus. Und mich gibt's nur einmal. Nicht so schnell. Hast du denn etwas, um mich zum Lachen zu bringen? Na, ich bring Geschenke. Ist das alles? Und wo bleibt da der Spaß? Tja, Sie sollten mal sehen, die Kinderaugen, wie die lachen, wie die sich freuen, wenn sie ihre Geschenke bekommen, die sich gewünscht haben. Ja. Ich bin aber kein Kind. Ich bin der Sultan. Und übrigens, das Letzte, was ich geschenkt bekommen habe, waren diese zwei Vögel. Und meine Freude darüber hält sich oft in Grenzen. Und du versuchst es nicht mal, mich zum Lachen zu bringen. Verzeihen Sie mir, wenn ich mich einmische, aber ich würde diese Unverschämtheit mit Kerker bestrafen. Gute Idee, Diener. Walte deines Amtes. Verzeihung, aber der Kerker ist schon übervoll. Wen soll ich dafür laufen lassen? Keinen. Nehmt den Vogelkäfig. Gute Idee. Ich protestiere. Das ist unser Schlafplatz und kein Hotel für Weihnachtsmänner. Ich protestiere auch. Raus hier. Unverschämtheit. Das ist nicht lustig. Ach. Haltet doch den Schnabel und sucht euch was anderes. Diener, einkerkern. Ich gehe jetzt schlafen. Ich gehe jetzt auch schlafen. Hey, ihr zwei Vögel, kommt doch mal her. Ihr wollt doch sicher euren Käfig so schnell wie möglich wieder haben. Oh, und da habe ich so eine Idee. Die Engel aus der Werkstatt können mir sicher helfen. Fliegt doch einmal hin und bringt mir einen Engel mit. Aber ganz bestimmt. Und gleich. Machen wir, sind schon weg. Es dauerte eine Weile, bis die beiden die Engelwerkstatt gefunden haben. Die Engel erschraken sehr darüber, dass der Weihnachtsmann eingesperrt ist. Sie fürchteten sich mitzukommen, weil man ja nicht so genau weiß, ob einem das Gleiche widerfahren könnte.
aber einer musste mit. Und so warfen sie das Los. Glück hat der Weihnachtsmann den Sultan nicht zum Lachen gebracht, sonst wäre eine von uns Frau Weihnachtsmann. Quatsch, Frau Weihnachtsmann, Merry Christmas würdest du heißen. Was ist denn das hier für ein Krach? Die Vögel? Nicht da, sehr gut. Der Weihnachtsmann? Noch da, besser. Ach, meine Töchter! Bist du der Sultan, der den Weihnachtsmann gefangen hält? Ja, und wer bist du? Ich bin Koli, der Kohlenengel, und dafür zuständig, dass alle unartigen Kinder zu Weihnachten ein Paket voller Kohlen bekommen. Deswegen bin ich auch nicht so schön weiß wie die anderen Engel, aber manchmal ist es gut, ein Kohlenengel zu sein, denn mit Kohle kann man richtig gut malen. Soll ich es Ihnen zeigen? Endlich etwas anderes, als ich von den anderen Spaßvögeln vorgesetzt bekomme. Fang an! Schon fertig. Dina? Dina! Bring mir einen Spiegel. Na, endlich! Endlich, endlich, endlich! Koli, du hast es geschafft, mich zum Lachen zu bringen. Dafür hast du einen Wunsch frei. Ganz gleich, ich erfülle ihn dir. Ich möchte, dass du den Weihnachtsmann freilässt. Was? Mehr nicht? Nein, mehr nicht. Okay, dann. Dina, lass den Weihnachtsmann frei. Es gibt da ein Problem. Der Weihnachtsmann rührt sich nicht. Er schläft und ich bekomme ihn nicht wach. Lass mich mal. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, hallo. Und nun gibt es in diesem Jahr nur Kohlen. Für alle Kinder, egal ob artig oder unartig. Kohlen, Kohlen, Kohlen. Nicht so schnell. So weit ist es noch nicht. Wozu habe ich denn einen Zauberer? Diener? Ach, alles muss man selber machen. Ich hätte ihn schon noch gefunden. Ja, ja. Was gibt es denn, mein Sultan?
Der Weihnachtsmann will nicht aufwecken. Lass dir was einfallen. Nichts einfacher als das. Sim, salabim. Bim, bim, bim. Da rührt sich nicht. Da musst du dir schon was anderes einfallen lassen. Kein Problem. Büromenschen wie er reagieren doch immer auf ihr Smartphone. Ich schicke Weihnachtsmann einfach eine WhatsApp. Sie haben eine neue Nachricht. Weihnachtsmann? Hallo? Aufwecken! Tut, tut, tut! Hey, komm mal her. Ja? Bekommst du überhaupt was auf die Reihe? Ja. Was funktioniert? Ja, natürlich. Ja, ist ja gut, wirst schon sehen. Mein Öko-Wecker hat bisher jeden aus dem Schlaf gerissen. Hör auf, dein Öko-Wecker taugt nur als Suppenhuhn. Apropos Suppenhuhn, Dina, unser Mittagessen. Oh, ich liebe Hühnchen. Das ist aber nicht für dich. Ach, Menno. Mein Öko-Wecker, das ist unfair. Probieren wir was anderes. Hirsch und Rentier sind doch fast dasselbe. Mal sehen, wie der Weihnachtsmann darauf reagiert. Mein Rentier. Ach nein, es war ja doch nur Hirsch. Jetzt reicht es aber. Als Zauberer bist du eine Zumutung. Los, ab in die Küche. Mal sehen, ob du wenigstens da etwas Leckeres zu essen gezaubert bekommst. Ich kann aber kein Essen zaubern, das ist das Problem. Ist mir egal. Los. Aber das ist... Ach, Mann. Ich habe eine Idee. Au, spinnst du? Und das nächste Mal nimmst du deine eigenen. Komm mit, wir werden den Weihnachtsmann an der Nase krabbeln. Kinder, ihr müsst mithelfen. Der Weihnachtsmann möchte einfach nicht niesen. Wir werden den Weihnachtsmann noch einmal an der Nase krabbeln. Und ich sag laut Hatschi. Eins, zwei und drei. Gesundheit! Wo bin ich denn? Immer noch beim Sultan. Aber du solltest jetzt schnell los ins Büro. Denn es wollen gleich ganz viele Kinder noch kommen, die ihren Wunschzettel noch abgeben wollen. Aber zuerst wollen sich alle Schauspieler von euch verabschieden.